Und zweitens, was kann eine Möglichkeit sein, wie wir aus dieser Wahrheit wieder das normale Geschäft miteinander, können wir normal, das normale Sprechen miteinander. Also brauchst du ein Ritual? Es wäre möglich, entweder eins allein oder auch eins mit dem Partner zusammen, indem man dem auch nochmal sich entschuldigt. Die Entschuldigungsgeste ist wichtig. Ja? Das kann, wenn man so sagt, Entschuldigung, das ist ja nur die neue Attacke. Nein. Es muss so spürbar sein für den Empfangenden, dass es von Herzen kommt, dass wirklich so gemeint ist. Sind wir wieder beim Gemeinden. Nicht das Gesagte ist hier entscheidend, sondern das, was gemeint ist, und wie der andere das versteht. Dann kommt man da ganz gut raus, aber eigene Gegenrede, wenn Sie das Gefühl haben, ich muss meinem Partner das noch eine Weile vorwerfen, dann bleiben Sie dabei, nutzen Sie das, nur dann sind Sie sozusagen in der Stufe des normalen, ehelichen Sadismus, wo man immer dem anderen ein bisschen eine reindrücken muss, damit man sich noch spürt.